Sandra gibt ihr. Hallo, ich bin Kirsten. Das ist mein Mann Holger. Holger liegt seit 3 Jahren im Wachkoma. Das ist Stefan, mein Lebensgefährte, mit unserem gemeinsamen Sohn Justin. Jetzt hör endlich auf zu nerven. Oh, könnt ihr aufhören? Das sind die gemeinsamen Kinder von Holger und mir. Das ist Dennis. Und das ist unser momentanes Sorgenkind, Leslie, die pubertierende Zicke. Wir leben alle zusammen mit Holger unter einem Dach. Es ist 14.30 Uhr. Kirsten Fedders aus Kiel wartet auf ihre Tochter. Sie ist genervt, denn Leslie hat Stubenarrest und sollte sofort nach der Schule nach Hause kommen. Doch sie hat mal wieder getrödelt. Hi, du kommst ganz schön spät. Ja, ich weiß. Wie, du weißt? Wo kommst du jetzt her? Ist doch egal. Wie, ist egal? Ist doch egal. Leslie kommt rein und zieht schon eigentlich ein Gesicht und berichtet mir irgendwas von der Schule. Und dann ist meine Laune hinüber und wir zoffen uns über irgendwelche Dinge, die sie aus der Schule mitbringt, die sie nicht korrekt gemacht hat, sich wieder mal angelegt hat mit dem Lehrer oder mit irgendwelchen Schülern. Und das regt mich ganz fürchterlich auf. Und dadurch kriegen wir uns ganz böse in die Wolle und streiten uns ganz, ganz schrecklich. Ja, Schulaufgaben, zack, ab nach oben. Gott, ey. Das war's. Ja, geh mal durch. Hallo? Bist du denn des Wahnsinns oder was? Du kannst gleich wieder runterkommen, aber zack, zack. Ja, ja. Seit Monaten haben Mama Kirsten und die 11-Jährige Streit. Leslies Vater Holger liegt seit 3 Jahren im Wachkoma. Der Zustand ihres Mannes, die angehende Pubertät von Leslie, Mutter Kirsten fühlt sich momentan überfordert. Hi, Schatz. Na, Süßer. Du, wie geht's dir? Deine Tochter, du, das ist ein Luder. Die kommt, wann die will, nach Hause, du. Jedes Mal dasselbe mit dir. Da hast du mir was eingebrockt, du. Wenn ich zu Holger reingehe ins Zimmer und mit ihm über die Familie spreche, über die Probleme, die ich auch habe mit Leslie, ist wirklich so, dass ich auch an sein Bett gehe und wirklich mit ihm schimpfe und sage, du fehlst jetzt hier total und was fällt dir überhaupt ein, jetzt hier im Bett zu liegen und nicht zu agieren und mich zu unterstützen in der Erziehung deiner Kinder? Denn du hast diese Kinder ja mit in die Welt gesetzt. Warum bist du jetzt nicht für uns da? Rückblick. 8 Monate zuvor herrschte noch ein anderer Ton im Hause Fedders. Hey. Da war es zwischen Mama und Tochter noch harmonisch. Schule? Gut. Gut? Ja. Das Verhältnis zwischen Mama Kirsten und Tochter Leslie war richtig gut. Von den negativen Auswirkungen der Pubertät war bei der 11-Jährigen noch nichts zu spüren. Tisch. Mach das, mein Schatz. Es war ein Tag im November 2002, der das Leben von Familie Fedders grundlegend veränderte. Vater Holger erlitt damals einen Herzinfarkt. Seitdem ist er ein Pflegefall. Na, wie geht's dir? Gut. Das ist anders, weil die anderen Kinder, die haben ja den Vater, der jetzt überall mit ihm hingeht und so. Aber ich komme eigentlich damit gut klar, dass mein Papa hier liegt. Eigentlich ganz okay. Hi, Schatz. Was kannst du da? Was ist das? Lasch. Genau. Du kannst es auch essen, gleich. Ein Fleischstück möchte ich probieren. Nö, das kannst du gleich auf dem Teller probieren. Nee, ich will als Erste. Nein, auf dem Teller. Ich will aber Ärzte. Bitte, nein, ich kann Schätzchen nicht gut. Das ist der Rest. Früher hat Papa immer am Tisch gefehlt, wie wir immer zu dritt waren. Ja, und dann ist Stefan ins Leben von uns gekommen. Sozusagen mein zweiter Papa. Als ihr Mann ins Koma fällt, ist Mutter Kirsten alleine mit den Kindern. 9 Monate später verliebt sie sich in Stefan, ihren jetzigen Lebensgefährten. Mit Stefan war das so, er ist ein guter Freund der Familie und hat mir beim Umzug geholfen. Und aus Freundschaft ist eben einfach mehr geworden, nämlich Liebe. Komm, hilfst du mir? Ja, natürlich. Das ist lieb. Am Anfang hatte ich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, weil ich Holger eben auch
noch kannte, wie er gesund war. Und man hat irgendwo dann doch ein bisschen Respekt gehabt. Ihr Ehemann liegt mit im Zimmer und man unterhält sich, beziehungsweise man küsst seine Ehefrau. Inzwischen ist es halt Normalität geworden. Bisschen schneller. Oh Mann. Soll ich geben? Nein. Ich glaube ja. Ja, so ist gut. Nein, die ist Stefan. Das ist Stefans. Also ihr seht die immer, das ist ziemlich blöd. Macht nichts. So kann ich ja nicht gewinnen. Schön, ne? Ich frage mich drüber, dass er überhaupt noch bei uns ist. Für mich ist das schön, dass er mit am Tisch sitzt bei uns und mit zuguckt, was wir so machen. Muss ich nehmen? Die ganzen. Hey, wir spielen das auch gar nicht so mit der vier darauf. Hallo, die kann ich schmeißen, wenn ich möchte. Und die habe ich jetzt geschmissen. Und warum hast du eine Karte in der Hand? Du bist. Du hast ja, warte doch erstmal mal sortieren hier. Noch deine? Ja. Findest du das in Ordnung? Ja. Farbe? Gelb. Schatz, hilfst du mir jetzt mal bei Holger ins Bett bringen? Ja, na klar. Wir müssen mich dringend in die Haie. In Bezug auf Holger war das für mich eigentlich sehr unangenehm, weil ich gedacht habe im ersten Moment, oh Gott, du bist jetzt total fremd, du bist ja verheiratet, das kannst du nicht tun. Aber auf der anderen Seite habe ich das ziemlich schnell eigentlich verworfen. Und habe gedacht, Mensch, du bist auch nur ein Mensch, du bist nur eine Frau und hast auch Gefühle. Stefan zieht bei Kirsten und ihrer Familie ein. Ein knappes Jahr später kommt der gemeinsame Sohn Justin zur Welt. Das ist mein kleiner Bruder Justin Leon. Mit Nachnamen Fleischer. Und er ist jetzt ein Jahr alt. Und das ist das Kind von Mama und Stefan. Dass Justin einen anderen Vater hat als sie, für Leslie kein Problem. Ich finde das eigentlich ganz normal, zwei Papas zu haben. Ja, du auch, Papa? Sag. Ja, sag mal, Papa. Ja. Mama. Kannst du mal bitte kommen? Ja, kann ich. Okay. Na, was ist los? Das ist anstrengend, der wird immer weg. Das ist anstrengend mit ihm? Ja. Was machst du hier, Spatzel? Er rutscht immer weg und einmal ist es immer nach hinten gefallen. Bleib mal hier sitzen. Da ist viel feiner. Bleib mal sitzen. Sitzen. Guck mal hier. Hab ich auch schon gemacht. Ja. Oh, Hust. Mama, das war Panke machen. Oh. Verschluckt. Oh, ganz gut. Verschluckt. Mach mal noch mal Wasser, bitte. Gut. Oh, ich bin nass. Fein. Leslie ist 8 Jahre alt, als ihr Vater ins Wachkoma fällt. 3 Jahre sind seitdem vergangen und langsam verblasst ihre Erinnerung an einen gesunden Papa. Das Hochzeitsvideo ihrer Eltern ist ein wertvolles Dokument für Dennis und Leslie. Ja. Oh, ist das schön. Lang ist es her. Ja. Da warst du schon geboren. Als ich wusste und erfahren habe, dass Holger im Wachkoma liegt, war das unheimlich schwer für mich. Für mich selbst ist erstmal eine Welt zusammengebrochen. Also da sind schon viele, viele Fragen aufgetaucht, die also nicht gleich im ersten Moment beantwortet worden konnten. Was mache ich jetzt richtig? Wie sieht unsere Zukunft aus? Wie bringe ich den Kindern das bei? Ich habe ganz simpel erklärt, dass ihr Vater in einer eigenen Zauberwelt lebt, wo er sich ganz doll wohlfühlt. Papa lächelt. Papa lächelt, ja genau. Mama und Papa sind froh. Also unsere ganze Familie ist da froh. Und das ist schön. Ich habe ihn eigentlich noch nie so gesehen. Mit Mama so in Hochzeitskleid. Und Papa dann in dem Jackett und wie die beiden tanzen. Ist sehr schön mit anzusehen, was Mama und Papa für schöne Zeiten hatten. Meine Position hier in der Familie ist die letzte. An erster Stelle stehen eben Holger, Kirsten und die Kinder. Und dann irgendwann komme ich. Eifersüchtig auf Holger und Kirsten bin ich nicht. Er ist für mich wie ein Verwandter, wie Oma oder Opa. Ruf mal Papa. Ruf mal Papa. Papa. Mama. Ja? Willst du zu Bett?
Mit drei Kindern und einem Pflegefall ist Mutter Kirsten stark belastet. Ihr Lebensgefährte Stefan unterstützt sie, wo er kann. So, Fräulein, Feierabend. Hm. Nur noch das. Nein, nur Schluss. Warst du schon Zähne putzen? Ja. Das ist fein. Nee, pack Buch weg und morgen wieder früh Schule. Nur Schluss. Leslie. Alles klar. So. Gute Nacht. Schlaf gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Am nächsten Morgen bei Familie Fedders Fleischer. Oh, hi, Spatzi. Wie sieht das denn hier aus? Oh, hast du Randale gemacht? Komm her, meine Maus. Da. Oh mein Gott, da. Hast du randaliert? Vorsicht mal, Spatz. Leslie, kommst du bitte frühstücken? Die Wahrscheinlichkeit, dass Leslies Vater aus dem Koma aufwacht und wieder gesund wird, ist nach Meinung seiner Ärzte äußerst gering. Mit diesem Wissen muss die ganze Familie leben und lernen, damit umzugehen. Wir sind froh, dass er noch da ist, dass er den Kindern noch zur Verfügung steht, dass sie ihn anfassen können, dass sie ihn küssen können. Und also ich möchte gerne, dass er so lange lebt, solange er noch kann. Die Patchwork-Familie funktioniert. Trotz anfänglicher Skepsis ist der 16-jährige Dennis inzwischen froh, in Stefan einen männlichen Ansprechpartner zu haben. Da bin ich. Zuerst, als Stefan dazu kam, dachte ich mir, ja, klappt das? Ja, weiß nicht. Aber dann habe ich gemerkt, dass Stefan nicht irgendwie einer ist, der nur was für Mama will, sondern auch für uns Kinder da ist. Wie eine Familie eben, als wenn er unser richtiger Vater wäre. Stefan, kannst du mir mal bei den Rollschuhen helfen? Können wir mal gucken, was du da hast. Also, ne? Überdreht sich hier, weil die total kaputt ist. Siehst du das, Stefan, da? Die ist total kaputt. Fühl mal rüber. Er muss schlüssel dich richtig drin. Der passt. Der passt auf jeden Fall nicht, aber die noch. Es ist sehr ungewohnt. Auf mal mit zwei Kindern. Ich war es damals aus meiner kleinen Wohnung gewohnt. Bisschen mehr alleine zu machen. Ja, und dann kam Kirsten mit den Kindern dazu. Und ja, gut, Ruhe ist nicht mehr ganz so viel. Schon gar nicht, seit Dennis motorisiert ist. Jede freie Minute bastelt der 16-Jährige mit seinen Freunden an seinem neuen Roller. Für Leslie eine Gelegenheit, ihren Bruder aufzuziehen. Einmal stand er mit zwei Mädels, einmal mit zwei Stirn. Immer so. Immer so. Immer kuscheln, immer kuscheln. Ja, normal, ne? Die können einfach Seitenverkleidung rein. Das ist cool, ne? Ja, ich mach das nicht kaputt. Sieht geil aus, ne? Nee, geht. Was geht ab? Tschüss. Tschüss. Na, was hast du gemacht? Racing geht da vorne drin. Ich wollte getauft. Ja, hier. Oh, was ist das denn? Ja, das sieht von der Seite voll flashig aus, aber von vorne geht das. Ja, von vorne geht das. Oh, krank. Das wird noch umlackiert. Scheiße. Da auch noch. Klasse. Ja, so geht das. So sieht das voll Porno aus. Ja, voll Porno. Gab's das nicht in einer anderen Farbe? Ne, das soll eigentlich rot eloxiert sein. Hier mal die Tasche. Jetzt wird geheizt. Da. Juna, los. Sieh. Yeah. Cool, man, sag. Fan. Das ist so rutschig hier. Keks. Ab rein mit dir. Oh. Leslie soll Hausaufgaben machen. Auf die Hilfe ihrer Mutter muss sie dabei verzichten. Denn Kirsten muss sich um Holger kümmern. Ja! Ja! Okay. Dennis! Kannst du mir mal bitte bei den Hausaufgaben helfen? Oder nicht helfen, sondern kontrollieren? Hallo, Mr. Kelly. Mrs. Kelly. Are you a new girlfriend? Dennis ist früher erwachsen geworden, ja. Er ist von sich aus auch in diese Rolle gegangen. Also wenn ich heute einen starken Mann brauche, brauche ich nur meinen Sohn zu rufen. Und da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Hi, Schatz.
Die Zeit für Holger, die da drauf geht, die habe ich eben weniger, doch für die Kinder. Denn welchen Ehemann muss man schon füttern oder wickeln, windeln oder sonstiges machen? In der Zeit machen andere Mütter eben Hausaufgaben. Hab ich. Danke. Warte, ich will mitfahren. Darf ich mitfahren? Du darfst hinterhergehen. Nee, ich will mitfahren. Aber nicht mitfahren. Guck mal hier. Machst du für mich weiter? Ja. Das ist in Ordnung. Ich und mein Papa, also das ist eigentlich sehr gut mit uns beiden. Für mich käme das nie in Frage, dass ich meinen Vater irgendwie ins Pflegeheim geben würde. Das möchte ich nicht so gerne. Tschüss. Tschüss, mein Schatz. Viel Spaß. Wenn Leslie in der Schule Kinder neu kennenlernt, ist sie manchmal unsicher. Also ich hatte ein bisschen ein mulmiges Gefühl dabei, wenn ich den jetzt meinen Vater zeigen würde. Aber das ist ja eigentlich was ganz Normales, ein Herzinfarkt, finde ich, das ist was ganz Normales. Früher haben die Leute sich zum Beispiel lustig gemacht. Ja, du bist behindert. Vielleicht habe ich das auch früher gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr. Und dann denkt man da schon richtig drüber nach, wenn man jetzt so ein Zuhause liegen hat. Während Leslie in der Schule ist, bereitet Mutter Kirsten ihren 14 Monate alten Sohn Justin für einen Besuch beim Kinderarzt vor. Schuhe anziehen? Jacken hat sie aus der Wand ziehen. Erste Reaktionen von Freunden und Verwandten auf ihre Beziehung und das gemeinsame Kind beschäftigen Kirsten und Stefan noch heute. Danke? Nee, danke. Nee, da. Es kamen dann so Sprüche wie, ich würde Stefan nur ausnutzen, ich würde das Kind ihm nur andrehen wollen, um ihn an mich zu binden. Und solche Sachen habe ich dann gehört, ne? Und ja, das war schon heftig. Das hat von so einigen Leuten wirklich ins Herz getroffen. Auch Stefans Freunde waren gegen die Verbindung. Wie kannst du nur mit einer Ehefrau zusammenleben, die noch verheiratet ist, deren Mann mit bei euch unter dem Dach wohnt. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben die ganze Situation nicht begriffen. Kirsten geht mit ihren Kindern regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen. Die Krankheit ihres Mannes hat sie vorsichtig gemacht. Ja, ich würde ihn dann erstmal abhorchen. Seitdem das mit Holger passiert ist, reagiert man in einigen Situationen eben auch über. Ich achte also schon mehr drauf als andere Leute. Wenn die Kinder mit irgendwelchen Blessuren oder Flecken im Gesicht bei mir zu Hause ankommen, denke ich mal, achte ich schon mehr drauf. Und so spricht er schon erste Worte, Mama? Ja, Papa. Mama will da keine Lust zu. Da, bald, ja. Manchmal. Da, danke, sagt er. Mhm. Mama, danke. Mhm. Ja, macht auch einen guten Eindruck. Also ich bin auch ganz zufrieden. Ja, ne? Die Tagesplanung richtet sich nach Holgers Pflege. Ein Fulltime-Job für Kirsten. Da muss die ganze Familie an einem Strang ziehen. Du kannst weitermachen. Nee, ich kann gar nicht weitermachen. Komm mal her, Nudel. Die kommt in die Wäsche. Nudel. Ich werde dir jetzt sagen, was du machst hier. Das sortierst du bitte alles weg. Was sauber ist, kannst du in den Schrank tun. Mhm. Und was dreckig ist, legst du da vorne auf den Haufen und bringst es nachher in die Wäsche, okay? Mhm. Ja? Mhm. Gut. Dann guckst du mal, ob du Bügel hast. Schauen. Das Bayernkleid habe ich gesucht. Was für ein Bayernkleid? Du meinst ein Trachtenkleid? Ja, das meinst du. Das hier. Ja, das hat Svenja mit gegeben. Wer hat das gekauft? Papa. Wo? In Bayern. Genau. Aber das habe ich zu Ostern bekommen. Mhm. Da gibt es auch noch die Kette. Die ist da in der großen Schublade. Genau, das hast du von Papa bekommen. Ganz genau. Besuch von Freundin Svenja. Inzwischen hat Leslie keine Scheu mehr, mit ihren Freundinnen über den kranken Vater zu sprechen. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Was machst du denn da? Ich mal irgendwas immer. Weißt du, boah, irgendein Scheiß. Also. Ich sag denen, dass ich einen anderen Vater habe wie ihr, aber ihr sollt jetzt nicht mich anders behandeln, deswegen, das mag ich nicht, weil das finde ich sonst voll gemein.
Leslie ist ja auch nicht anders als andere Kinder, so. Von da. Genauso zickig oder was? Nee, nein, nicht so, aber du bist wie nun mal eine Freundin, also. Nur weil dein Vater jetzt im Wachkoma liegt, das ist doch egal, also ich finde das nicht schlimm. Also Svenja, wo ist denn dein Liebling? Mein Liebling? Ich habe gar keinen Liebling gehabt, hallo? Nee, nur diesen Bescheuerten, ne? Der ist nackend, hallo? Meine ist nicht nackend. Du kannst es spielen, ich spiele die ganz groß. die spielt nicht mehr, das ist ein Riese, guck dir das an. Ich will kein Barbie spielen. Leslie unterscheidet sich nicht von anderen gleichaltrigen Mädchen. Auch wenn sie sich als Elfjährige bereits mit der Krankheit des Vaters auseinandersetzen muss. Ich habe Angst, dass Papa jetzt irgendwie sterben könnte. Davor habe ich Angst. Stefan, welche Farbe von denen könnte ich da noch reinmachen in die Sonne? Oder von den Filzen? Ja, mach ich da ein bisschen mehr Orange. Orange? Ja. Na? Guck mal, Papa. Ich habe ein Bild für dich gemalt. Guck mal, und hier habe ich den Himmel so blau-schwarz gemacht, weil es hier Nacht ist. Das bedeutet mir sehr viel, dass ich mit ihm spreche. Ich versuche meistens an seinen Bewegungen zu gucken, was er jetzt gerade denkt oder so. Kirsten kann aufgrund der momentanen Situation nicht arbeiten gehen. Die Familie lebt von Stefans Gehalt als Hausmeister, bekommt zusätzlich ein wenig Pflegegeld für Holger. Hat die Mütter den? Aber komm nach, Zügler. Nee. Urlaub und größere Anschaffungen sind deshalb nicht möglich. Trotz der Schwierigkeiten meistert die Familie die Herausforderungen der neuen Familienkonstellation. Leslie hat sich an das Leben mit zwei Vätern gewöhnt. Ohne dabei die Hoffnung aufzugeben, dass ihr Papa eines Tages doch noch aufwacht. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass mein Vater wieder ganz normal ist und dass wir alle zusammen bleiben können. Oder noch besser, dass ich zaubern könnte, weil ich meinen Papa dann zurückzaubern könnte. Bist du die Ameise, die da unten läuft? Wo denn? Siehst du sie nicht? Da! Guck mal, das bist du. Jetzt, 8 Monate später, ist Holgers Zustand unverändert. Und die pubertierende Leslie ist das neue Sorgenkind. Ja, Schulaufgaben, zack, nach oben. Gott, ey. Das war's. Ja, Thema durch. Hallo? Ja. Bist du denn des Wahnsinns oder was? Du kannst gleich wieder runterkommen, aber zack, zack. Ja, ja. Nun ist Bruder Dennis gefordert. Er ist der Streitschlichter, wenn es zwischen Mama und Leslie wieder mal gekracht hat. Hi, Großer. Hi, Mama. Na, wie war Schule? Ja, ganz gut, ne? Ja. Los. Du kannst gleich mal die Zicke oben runterholen. Die ist voll ein pissig heute. Die hat total schlechte Laune. Die hat mich schon wieder so angenervt. Ja. Kannst gleich mal runterholen. Ja. Wir wollen Kelloggs essen. Ja, ich sag, Papa. Okay. Hi, Papa. Ist klar bei dir? Ja, ne? Die geht's gut. Hm? Das mit dem Stress zwischen meiner Mutter und Leslie, das nervt schon ziemlich. Also da wäre schon so eine männliche Kraft wäre da schon nicht schlecht, so wie mein Vater. Also der würde auf jeden Fall auch zwischengreifen. Das hat er auch früher gemacht, wenn es da mal irgendwie Stress zwischen den beiden gab. So, wir wollen Kelloggs essen. Und du hast wohl dann wieder angepisst? Ja. Was soll die Scheiße? Das nervt. Keine Ahnung. Kannst dich eher mal öfters mit Mama versöhnen. Und nicht nur immer ankommen, ja. So, wenn du irgendwas willst. Sie hat angefangen. Sie hat angefangen, ja. Ja. Das ich sag ihr das immer. Nach Ja, ihr lasst euch mal essen. So, jetzt Kelloggs, Bruder weg. Und sagt Mama, dass sie dir das leid tut. Sie zoffen sich ziemlich und Leslie kann nicht zum Punkt kommen und meine Mutter genauso wenig. Und das ist so ein kleines Problem. Das geht dann bis ins Unendliche, weil meine Mutter das nie einsieht und Leslie genauso wenig. Und dann wird das meistens auch ein bisschen lauter. Und das finde ich dann auch nicht so toll, weil das ist halt manchmal sogar auf mich dann übergeht.
lässt mich wieder stressen. Oh, diesmal wieder nach zu spät nach Hause gekommen. Der Bus ist ja wieder mal etwas, weiß ich nicht, zu langsam gefahren, keine Ahnung. Irgendwie. Hat ja immer der Bus die Schuld, aber es ist ja nicht. Oh, ja, schön. Ja, wie? Entschuldigung. Ja, du musst ein bisschen schneller gehen. Das muss doch auch ein bisschen schneller gehen. Ja. Ja, wie? Ja klar, ich mische mich da auch mit ein. Das hat mich auch was anzugehen. Mm-mm. Ja, doch. Wie ich mich selber beschreibe. Frech und ungezogen. Tu nicht das, was ich tun soll. Also ich tue das nicht, weil ich meist keinen Bock drauf habe. Oder weil ich, ja, weil ich gerade was anderes mache oder so. Oh, ist das schwer. Leslies kleiner Bruder Justin ist mittlerweile 2 Jahre alt. Klasse. Komm, wollen wir mal zu deiner Schwester? Wollen wir zu Leslie rübergehen? Ja? Wollen wir mal zu Leslie? Dann komm mal mit. Hopp. Dann komm her. Zack. Siehst du. Gehen wir mal zu Leslie rüber. Mal gucken, was die macht, ne? Ja. Dann tschüss. Die telefoniert schon wieder. Mama? Ja? Kann ich dann nachher weg? Ich wollte weg. Wie wolltest du weg? Mit Svenja. Nee. Nix da. Das geht heute nicht. Warum nicht? Nee, du hast doch von mir Stummerrest bekommen für heute. Vielleicht morgen. Und benimmst dich dann heute besser oder wie? Ja. Oder hast du weiter vor zu zicken? Nein. Meine Mama behandelt mich eigentlich sehr gut. Aber natürlich, weil sie mir Stummerrest bekommt, finde ich das so ein bisschen ungerecht. Und ich finde es ungerecht, dass Dennis eigentlich nie Stummerrest bekommt und ich eigentlich immer viel öfters. Aber es kann auch dran liegen, dass er meist keine Scheiße baut, aber ich dafür dann. Obwohl ihr Papa im Wachkoma liegt, sucht Leslie das Gespräch mit ihm. Sie ist dankbar, dass zumindest er ihr zuhört. Hey Papa, oh, schläfst du? Hm? Mama wird dir bestimmt schon erzählt, dass wir Streit haben, ne? Aber eigentlich will ich ja gar nicht so sein. Hm? Na, was machst du so? Ja? Die Beziehung Leslie zu Holger, ja, das war unheimlich innig, liebevoll, weil Leslie hat an ihrem Vater unheimlich gehangen. Das, glaube ich, weiß auch jede Mutter, dass die Beziehung zwischen Sohn und Mutter sehr innig ist und umgekehrt Tochter-Vater-Verhältnis ist eben auch unheimlich innig. Der hat alles mit ihr gemacht, restlos alles. Die hat stundenlang auf seinem Schoß gesessen am Computer und mach hier und da gucken. Und die haben gesappelt und getobt und gealbert ohne Ende, ne? Mama Kirsten und Leslie gehen shoppen. Holger darf nur bis zu 3 Stunden alleine zu Hause sein. Die beiden müssen sich beeilen. Die Frauen wollen sich versöhnen, deshalb gehen sie bummeln. Trotz Stubenarrest. Wie, das? Nein, ich hab's auch gar nichts gesagt. Na, ich weiß nicht. Das muss nicht sein. Ja. Mal gucken, was wir sonst noch so finden. Na, guck mal, was da, so schick ist. Was? Da, da bist du schön mit angezogen. Marine-Look. Wir suchen ein Outfit für das kleine Fräulein hier. Aber eigentlich nicht wirklich kurz. Und naja, sie steht auf total kurze Klamotten. Aber ich finde so knielang wäre schon schöner. Wäre ausreichend. Wäre ausreichend, sagen wir mal so. Dafür ist sie noch ein bisschen jung. So bis da ausgeschnitten oder bis hier. Im Shoppen ist es so mit meiner Mutter und mir. Sie will gerne, dass ich total gut angezogen bin, wie das schöne Kind von nebenan, sag ich jetzt. Und ich möchte immer ein paar flippige Sachen und sie dann lieber so, dass ich mehr angezogen bin. Aber sonst haben wir eigentlich einen guten Geschmack auch zusammen. Jetzt in We Are Family. Ah, was ist das denn? Leslies Outfit schockt Mutter Kirsten. Kirsten und Leslie Fedders aus Kiel beim Shoppen. Mama Kirsten versucht zu entspannen. Nicht leicht, denn ihr Mann Holger liegt seit 3 Jahren im Wachkoma. Und Tochter Leslie zickt ständig rum. Ah, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Komm mal her. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Raus. Du kommst ja jetzt raus, das will ich sehen.
Guck dir das an. Hallo, wir wollten uns doch irgendwie heute ein bisschen netter vertragen und verstehen. Das, und das du wolltest doch mir was präsentieren. Ja, ist so. Und das ist dein neues Outfit, was du mir präsentieren möchtest. Ja. Das geht gar nicht. Ich denke mal, du bist dafür noch etwas klein und schlank und zu jung vielleicht. Viel zu jung. Und ein bisschen wachsen noch. Husten hast du auch noch nicht. Also, nee, das geht gar nicht, überhaupt nicht. Also vorstellen möchte ich mir das nicht unbedingt, wenn Leslie mal irgendwann 14 ist. Dann wird es wahrscheinlich noch mehr in die Pubertät reingehen, wenn sie nicht weiß, ob sie Mädchen oder Frau ist. Also, und dann mit Freunden so die ersten Heultränen, so getrennt und so. Also das möchte ich mir nicht heute noch nicht vorstellen mögen. Ich denke mal, das wird ganz, ganz schön heftig werden. Oh, das ist ja, oh Gott, nee, das geht ja noch weniger. Du hast ja noch weniger an wie eben. Du kannst doch nicht so in der Schule rumlaufen. Also, du hast wirklich... Was? Was? Es tragen aber ganz viele. Wer ganz viele? Wer trägt ganz viele? Aus meiner Klasse. Aus seiner Klasse? Ja. Das glaubst du selber nicht. Jeder Lehrer würde dich so nach Hause schicken. Ich glaube, wir suchen ihr ein neues Outfit. Ja, also das geht gar nicht. Du gehst mir so nicht in die Schule. Im Leben nicht. Neues. Wir gehen jetzt was Neues gucken. Das testen wir doch jetzt mal aus. Das sollen wir doch mal überprobieren. Und dann gucken wir doch mal. Guck mal, Süße. Was hältst du von sowas? Das Oberteil finde ich schön. Ja, und guck mal, die Sporthose. Ist so cool? Ja. Ja? Ja. Probier mal an. Machst du das? Ja. Okay. Mal gucken, ob es dir gefällt, ne? Wollen wir es mal hoffen. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Wow. Das ist noch so anziehen. Kannst, wollte ich mich auch gerade sagen. Genau. Kannst auch so machen. Für den Sommer. Magst du dich da drin nicht leiden? Aber die Hose magst du nicht? Noch zu lang. Ach du Jemini. Wir haben es gesagt. Zu lang. Na, klasse. Ja, dann hast du Pech, dann kriegst du nichts Neues. 16 Uhr. Leslies Stiefvater Stefan ist bereits zu Hause. Der 35-Jährige arbeitet als Hausmeister an einer Schule. Hey, hallo. Hallo. Ei. Da sind wir wieder. Ei. Da sind wir wieder. Super. Und? Alles klar, jetzt Hause? Ja, hier alles besser. Ja, Holly, geht's gut? Ja. Wir waren bei New Yorker. Ja, Katastrophe. Wie immer? Ja, natürlich Stress. Stundenlang gesucht nach neuer Klotte und nichts gefunden. Mhm. Weil das, was sie mag, mag ich nicht. Und umgekehrt genauso. Mhm. Ganz schrecklich. Aber Profinden, findest du deine Hausschuhe heute noch, oder? Die da. Ja. Wieso, wenn ich keine Ahnung habe? Die da. Suchen. Augen auf, gucken. Ja, sie gucken. Oh. Die ist genervt. Vergiss es. Hast du es nicht gekriegt? Ach, ja, Leslie ist nun 11 Jahre alt und mit diesem Alter habe ich als sozusagen junger Vater noch nicht allzu viel Erfahrung. Und deswegen halte ich mich in Sachen Äußerungen eigentlich immer sehr zurück. Das überlasse ich immer Kirsten. Ja, war klar. Hey! Das sehe ich an mir behalten. Mal ein bisschen ruhiger, Fräulein. Ne? Du musst hier nicht umzicken. Du halbe nackt, Klamotten, halb nackt. Oh ja, bis hier und dann zu kurze Hose und so. Ja, prima. Gar nicht. Ja, gar nicht. Hättest du am liebsten gehabt. Habe ich recht? Nein. Ja, klar. Nein. Ha. Für die Kontrolle der Hausaufgaben ist Mama Kirsten zuständig. Was meinst du denn? Das Kind krabbelt, steht da auf dem Teppich. Und jetzt heißt das. Krabbeltetit. Ja, so hat mein Lehrer das gesagt. Ja, Krabbeltetit gibt das nicht. So hat er das gesagt. Das gibt es nicht, das Wort. Das hat er aber so gesagt. Das Kind krabbeltet. Krabbeltetit. Das Krabbeltetit gibt das nicht. Das wird Krabbeltetit. Oh, ja, Moment. Hausaufgaben, Thema ganz groß, ganz schrecklich, weil Leslie alles besser weiß und immer behauptet, der Lehrer hätte es so gesagt. Und ich versuche ihr immer zu erklären, wie es richtig ist. Und das ist bei uns ein ganz großer Streitfaktor und dann artet das immer ganz fürchterlich in Zankereien aus. Leslie kreischt, fängt an zu schreien, ich gehe gegen an und irgendwann habe ich die Nase voll. Meistens gehe ich dann raus, knall die Tür zu und das war's. Früher hat Papa Holger geschlichtet, wenn sie mit ihrer Mutter Streit hatte.
Seitdem Holger im Wachkoma liegt, hat Leslie niemanden in der Familie, mit dem sie sich richtig unterhalten kann. Dabei möchte sie doch eigentlich alles richtig machen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mich keiner lieb hat. Aber natürlich haben sie es ja eigentlich. Wenn ich mich jetzt mit Mama so streite oder zoft, dann denke ich, dass sie mich dann nicht mehr lieb hat. Und genauso ist es auch bei Stefan und bei Dennis. Der Ärger mit Leslie, die schwierige Situation mit Holger, eine Doppelbelastung, mit der Mama Kirsten überfordert ist. Zusammen mit Stiefvater Stefan hat sie sich deshalb Broschüren von der Erziehungsberatung besorgt. Ja. Ich denke mir, wir müssen uns einfach Hilfe von außen holen. Ja, ich bin auch mit meinem Latein am Ende. Ein paar Tipps vielleicht. Ja. Vielleicht können die uns helfen mit ihr. Ja, vielleicht haben die ja Ich weiß nicht, woran es alles liegt. Mhm. Ja, vielleicht liegt das auch an Holger wirklich, dass sie damit nicht klarkommt mit der ganzen Situation. Ja, dass sie da einfach zu jung war, als es passiert ist, ne? Ja. Ich erwarte mir von dem Besuch beim Kinderpsychologen doch etwas Hilfe in der Form, dass er mir Tipps geben kann, wie ich mit Leslie besser umgehen kann in Krisensituationen und vor allem in den Situationen, wo sie eben aufmüpfig ist, auch ihren Lehrern gegenüber eben Aggressionen rüberbringt, dass wir das versuchen eben mit diesen Leuten einfach zu bessern und zu reduzieren. Und für uns zusammen. Ach, hi, da geht's ja. Da kommt sie ja, um die wir gerade reden. Was ist das? Das ist für die Erziehungsberatung, ne? Den können wir wegnehmen. Gut. Kinder, Jugendliche. Ja, guck mal, das ist cool. Ja, das ist cool. Da kannst du anrufen, wenn du Sorgen mit Mama und Papa hast und Stefan. Dann möchte ich selber haben. Hast du das nötig? Musst du da anrufen? Den können wir eigentlich auch wegnehmen. Hast du nicht nötig, ne? Hast du das nötig? Mm-mm. Musst du dich irgendwo ausheulen, irgendwo anders? Mm-mm. Nein, ne? Genau. Das ist schon gut. Geh mal ins Bettchen, ne? Nacht. Gute Nacht, schlaf schön. Und jetzt gleich schlafen. Gute Nacht. Kirsten hat sich für einen Kinderpsychologen entschieden. Gleich morgen will sie einen Termin mit ihm vereinbaren. Voll erschöpft, ey. Freitagmittag bei Familie Fedders aus Kiel. Tochter Leslie hat eine Freundin mitgebracht. Hi, wir sind wieder da. Hi. Ja. Ja, wie war's? Ja, gut, ich weiß nicht. Ey, Kichertanten, da ist auch noch jemand. Sag dir mal guten Tag. Hallo. Hi. Hi. Also, Post mit euch nach oben. Wir sind Germany's Next Topmodel. Ups. Ich hab eine Idee. Was denn? Lass mal meinen Bruder ärgern. Ja. Ah, nee, den kann ich. Ja, streng dich an. Im Zimmer nebenan macht Dennis mit seinen Freunden Fotos. So Pornostyle. Der 16-Jährige ist stolz auf seinen muskulösen Body und stellt deshalb seine Bilder ins Internet. So können die Mädels ihn auf seiner Homepage bewundern. Na? Na? Brille? Hey, wir wollten eine CD gebrannt haben. Nee, du siehst doch, wir für sind Jessica. Hier gerade beschäftigt. Aber und? Für Jessica. Ja, und für Jessica. Ich kenne Jessica. Oh, Jessica, Steffis Schwester. Ja, ist mir noch geladen. Leslie, das geht gerade nicht. Wir müssen jetzt hier gerade erstmal Fotos machen von Dennis fürs Internet. Ja, gucken wir eben auch zu. Ja, das geht jetzt aber nicht. Leslie, du musst nachher mal wiederkommen. Nein! Mensch, meine Freunde sind hier. Guck doch mal. Ja, hi. Ja. Ja, ihr seid ein bisschen kleiner als wir. Wir wollen unter uns bleiben. Was ist denn das denn da für ein Foto? Ja, von mir, ne? Sieht aber so aus. Was? Ist deine Freundin? Ja, anscheinend schon. Die ist hübsch. Ja, danke. Aber sieht, glaube ich, jetzt genauso aus wie die im Bus. Ja, egal. Ihr könnt trotzdem jetzt mal so einen Abgang machen, ne? Nee. Ja, doch. Finde ich mal. Komm. Gee, ey. CD machen wir später. Nein. Jetzt komm, zickt hier nicht Nein. rum. Komm, du bist, komm, raus. So, guck mal, da. Da hat der Maurer die Tür gelassen. Jetzt zisch mal ab hier. So, komm. Zack, boom. Komm, raus. Oh Mann, ja! Zack. Zack. Ich habe mich früher mit Leslie besser verstanden, als wie sie jetzt ist. Weil jetzt ist sie so frech geworden, das ist manchmal gar nicht mehr auszuhalten.
wenn sie dann hochkommt und auf einmal irgendwas will und ich bin, was weiß ich, hier gerade am Rumalbern mit meinen Kollegen. Ja, das ist Stress natürlich. Meine Kollegen, ich glaube, die stören das manchmal gar nicht so richtig. Aber ich finde das irgendwie manchmal auch ein bisschen peinlich, da, wenn sie dann da angetanzt kommen. Jetzt in We Are Family, Mama Kirsten holt sich Erziehungshilfe. Ein Kinderpsychologe soll Leslie und ihr zeigen, wie sie wieder friedlich zusammenleben können. Es gibt Probleme zwischen Mama Kirsten und Leslie aus Kiel. Kirsten wird die Doppelbelastung zu viel. Auf der einen Seite liegt ihr Mann Holger seit 3 Jahren im Wachkoma. Und dann ist da auch noch der ewige Streit zwischen Tochter Leslie und ihr. Deshalb fährt Stiefvater Stefan die beiden jetzt zum Kinderpsychologen. Da fahren wir hin, weil ich mir keine Lösung mehr jetzt mit dem weiß. Und du mir ein bisschen Probleme machst. Aber nicht nur ich, auch mit. Ich mit? Ja, meinst nicht du? Nur ich mache auch Probleme mit dir, oder wie? Ja. Ja? Ja. Hast du Probleme mit mir? Ja. Siehst du? Und die kannst du da auch besprechen, hoffe ich. Stefan setzt Kirsten und Leslie beim Psychologen ab. Er geht nicht mit rein. Es ist ein Mutter-Tochter-Termin. Ja, hier ist der Platz. Ja, danke schön. Ja, ich fange mal ganz gern gemeinsam an mit Eltern und Kindern, um so einen gemeinsamen Start zu finden. Wenn Sie wollen, können wir uns im Anschluss auch gerne noch mal alleine unterhalten. Mhm. Das gilt für dich natürlich genauso, Leslie. Mhm. Wenn wir weitere Termine machen sollten, würde ich eh auch gerne mindestens einmal mit dir auch alleine sprechen. Ja, das denke ich, ist kein Problem. Ja, was führt Sie zu uns? Ja, das Problem ist eigentlich, denke ich, bei Leslie und bei mir und bei unserer Familiensituation. Ganz kurz vorweg, also mein Mann liegt seit 3 Jahren im Wachkoma und ich denke mal, das ist auch ein kleines Problem und sie hat Schwierigkeiten, sich verständlich zu machen bei ihren Lehrern in der Schule und ja, zu Hause ecken wir beide uns auch ein bisschen an, ein bisschen mehr durch diese Schwierigkeiten. Das hat sich also so ein bisschen aufgestockt in den Jahren. Und ja, die Lehrer sind an mich herangetreten einfach. Was ganz schlimm ist, was ich persönlich ganz schrecklich finde, der Lehrer ruft mich natürlich auch sehr oft an und erzählt mir, was wieder mal war. Und da reagiere ich persönlich erstmal eigentlich ziemlich ruhig drauf. Aber es eskaliert, weil Leslie mir natürlich ganz andere Geschichten erzählt. Und dann werde ich unheimlich sauer und unheimlich wütend darüber. Und da hoffe ich, dass man uns beiden helfen kann. Am Anfang geht es viel um Erziehungsstrategien. Ja. Und in der ersten Phase der Elterngruppe und dann in der Phase der Familiensitzung geht es darum, wie man das praktisch zu Hause vor Ort umsetzen kann. So geht es um Fragen, wie kann ich mich besser an Regeln halten? Wie schaffe ich es, dass aus einer Meinungsverschiedenheit nicht gleich ein Streit wird? Oder auch, wie kann ich Gefühle beim anderen besser wahrnehmen? Woran merke ich das eigentlich, wenn der andere ärgerlich ist oder nicht ärgerlich? Mhm. Oder wie kann ich selber das auch besser ausdrücken? Ja, genau. Genau, sowas. Das wäre vielleicht auch sehr wichtig für Sie. Hi, Schatz. Hi. Grüß dich. Na? Oh, abgeholt. Im August werden Kirsten und Leslie an einem Gesprächsseminar teilnehmen. Jeweils an den Wochenenden wird sich Mama Kirsten dann mit anderen Müttern austauschen. Und Leslie mit Gleichaltrigen. Und wie war's? Ja, also das war. Das war eigentlich interessant, ne? Ja. Doch. Ich denke auch, er hat gute Tipps gegeben. Und wird wohl was helfen, glaube ich zumindest. Hoffe ja, ich. Das denke ich auch. Also es ist so, dass er Tipps gegeben hat, wie zum Beispiel eben alles ein bisschen ruhiger angehen lassen, Regeln aufstellen. Ja. Dass wir einfach ruhiger mit ihr reden und doch ein bisschen länger abwarten sollen. Ob die Krankenkasse die Kosten übernimmt, wird sich nach den ersten Behandlungen entscheiden. Doch in Leslies Fall ist dies mehr als wahrscheinlich. Zurück zu Hause. Familie Vetters ist optimistisch, dass in Zukunft der Umgang miteinander wieder entspannter wird. An dem Zustand von Papa Holger lässt sich aber wohl nichts ändern. Nach 3 Jahren ist ein Aufwachen von ihm so gut wie ausgeschlossen.
Papa Holger wird, so wie es aussieht, sein Leben lang ein Pflegefall bleiben. Aber nicht in einem Pflegeheim, sondern zu Hause, bei seiner Familie. Hi Schatz, alles klar bei dir? Ja, ne? Ich glaube nicht, dass das Ganze eine Fehlentscheidung war. Aber wenn jetzt einer zu mir sagen würde, dass diese Situation für Leslie nicht gut tut und dass er hier ist, eine absolute Fehlentscheidung war. Ich wüsste heute eigentlich nicht, ob ich mich umentscheiden würde oder sagen würde, so, er kommt jetzt ins Pflegeheim. Es ist schwierig, wenn man nicht die Situation hat, zu entscheiden, was Sache ist und was Fakt ist. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem nicht tun. Ich würde ihn nicht abschieben. Und, Leslie, schmeckt's? Okay. Ja, ich würde gleich noch ein Stück nachholen. Mhm. Und wie warst du auf der Arbeit? Oh, geht so. Könnte besser sein. Wieso das? Ja. Na, Urlaub ist immer besser als eben arbeiten. Oder? Fandst du es nicht auch? Schule. Fandst du es nicht auch? Ich arbeite ja nicht. Das war eine falsche Verarschungsfrage. Trotz dieser ganzen Situation und des ganzen Tiefs, was wir eigentlich im Moment so durchgehen und durchwandern, gibt es für mich natürlich absolut nichts Wichtigeres wie meine Familie und meine Kinder. Und Leslie ist eigentlich immer meine Prinzessin gewesen. Und ich weiß nicht, ich habe mir immer ein Mädchen gewünscht und ich habe dieses Mädchen, gut, dass sie eine kleine Zicke ist, dafür kann sie auch nichts. Und das ist eben so in ihrer Natur. Und ich denke mal, sie weiß auch ganz genau, ich liebe sie und ich sage sie auch immer wieder. Und sie sagt es mir ja auch, dass sie mich liebt. Und ich denke mal, damit bestärken wir uns beide dann trotz dieser ganzen Situation immer wieder. Immer und immer wieder. Lass sie sammeln, genau. Morgen bei We Are Family, ein wilder Teenie und die Liebe. Die 16-jährige Maike hat einen Mann für jede Gelegenheit. Einen zum Reden, einen, mit dem sie ihr Bett teilt. Und in den dritten schließlich ist sie heimlich verliebt. Doch ob der für sie die gleichen Gefühle hat?